Fuck nicht ab! Okay. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem dritten Advents-Sonntagsvideo. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Das hier ist unser erstes Weihnachtsmonatsvideo. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem zweiten Weihnachtsmonatsvideo. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem dritten Weihnachtsmonatsvideo. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem dritten Advents-Sonntagsvideo. Advents-Sonntagsvideo? Ja, demnach ist auch der dritte Advent. Hier haben wir auch so jedes Mal mehrere Kerzen. Und dann fangen wir auch schon mal an. 180 Gramm Jedenfalls, wir haben den Teig jetzt ausgestochen, dann nimmt ihr einfach irgendein rundes Ding, wir haben jetzt Sektgläser genommen, weil es am einfachsten ist. Steckt die rein, drückt die einmal kräftig durch. Ein bisschen drehen. Dreht die am besten und dann habt ihr diese Form. Und der Teig, der in den Lücken ist, den könnt ihr halt nehmen, nochmal zum Klumpen machen, wieder ausrollen, solange bis der ganze Teig weg ist. Genau. Ne? Das heißt, wir haben jetzt nehmt ihr euch ein Plätzchen, tut da Marmelade drauf, verteilt die gegebenenfalls noch ein bisschen, und einfach ein zweites oben drauf. Jetzt sind nur, wenn die warm sind, wenn die kalt sind, schmecken die nicht mehr. Dann schmeiß ich die immer in den Müll. Aber du isst ja immer aus dem Müll, das passt ja. Nee! Ich möchte das Video nicht beenden. Tschüss! So Leute! Hi! So Leute, hier sind wir auch schon beim zweiten Teil unseres Videos. Jetzt werden wir die zweiten Plätzchen backen. 50 Gramm Mehl. Ihr wisst das nicht, aber wir blenden hier noch eine kurze Szene ein. Also nehmt nicht zu viel Zucker. Ja. Das schmeckt einfach wie Karamell. Hörnchen rollen. Frauen sind dazu da, um dem Mann zu dienen. Du warst schon immer und du solltest auch. Die Teile sind fertig, sehen du. Hallo, ich will reden. Nee, hab ich ja noch drauf. Die Teile sind jetzt fertig geworden, sehen echt gut aus. Hab ich dann. Und jetzt werden die in diesem Mix aus Puderzucker und Vanillezucker einmal gewälzt. Jetzt mal die schönsten Exemplare rausgesucht. Sehr lecker. Ne, wir verarschen euch. Das ist mega scheiße. Das nächste sind die Spitzfuben. Die schmecken aber. Wir kommen auf jeden Fall auf den Endcup. Ja, nach dem ersten Vanillekipferl Fail. Was ihr jetzt noch mal seht. Ist
Haben wir beschlossen? Warte mal, ich würde es gerade laufen. Wir haben beschlossen, es nochmal zu machen. Heute hat es richtig gut funktioniert, schmeckt wirklich lecker. Der Trick ist, tu es einfach in den Kühlschrank. 20 Minuten. Ja, war sehr gut. Und dann war es auch von dem letzten Adventssonntag. 4 Tage seit ich Abend, also noch schöne Tage. Und dann, das sehen wir uns schon wieder in 4 Tagen. Ein heiliger Abend. Tschüss. Ciao. Tschüss.